Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige in diesem kurzen Video, wie man The Rose bekannt gemacht durch Bette Midler als Instrumentalstück auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Kapodast habe ich am dritten Bund, was mir einfach am besten gefällt von der Tonlage her. Spiele die ersten zwei Takte, also kleinen Auftakt, spiele bis hierher in langsamem Tempo. 3, 4. Bedeutet Little Break, also eine kleine rhythmische Pause. Noch einmal. Und jetzt greife ich diese drei Töne und nehme dann die 1 und 2 auf die zweite und auf die vierte Seite. Noch einmal. 3, 4. Zweiter Bund, sechste Seite. Spiele vom Anfang an bis zu dieser Stelle her. 3, 4. Zweimal gespielt wird. Also ich spiele vom Anfang an bis zu dieser Stelle her. 3, 4. Auftakt 0-1. Jetzt kommt ein H-Moll oder B-Moll, wie im anglo-sächsischen Raum dieser Griff bezeichnet wird. 3, 4. Ich spiele jetzt noch diesen Takt, damit man sich an das Zupfmuster gewöhnt. 3, 4. Zweiter Bund, zweite Seite, dritter Bund. Ich spiele beide Takte zusammen, H-Moll und E-Moll. Und jetzt geht es in eine Grifffolge. Schaut komplizierter aus, als es ist. Kleiner Auftakt, 2-0. Jetzt mache ich das gleiche wie oben, dass ich dreimal die 0 greife und dann den A-Moll 7 aufhämmere. G, C, 0, 0 und wieder das D. Ich spiele es von 0,1 bis hierher, also vom Beginn der zweiten Zeile bis zu diesem Strich hier. 3, 4. Noch einmal. 3, 4.
habe es rot eingezeichnet bis zu dieser Stelle hier. Jetzt bin ich hier und jetzt spiele ich den Schluss 0 und G. Ich spiele es einmal noch durch zum Mitspielen in langsamem Tempo, was glaube ich auch das Originaltempo ist. 3, 4. Jetzt viel Spaß beim Üben dieser sehr schönen, vielleicht schon sehr kitschigen Nummer von Bette Midler und bis zum nächsten Mal.